einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder im Gang nach unten in die Stadt. Ich dachte mir, wir können auch mal, während wir spazieren gehen, Videos drehen, müssen ja nicht immer irgendwo sitzen, auch wenn ich das gar nicht so gerne mag. Ne? Also ich mag lieber YouTuber anschauen, wenn die irgendwas erklären oder irgendwas sagen oder erzählen, wenn sie irgendwo sitzen. Das ist mir sonst so unruhig, gerade wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Ja, aber da es mir jetzt gerade eingefallen ist und auch passend zu meinem Auto, dachte ich mir, ich drehe das Video einfach ab und hoffe und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Also, was habe ich denn da alles hingestellt? Guck mal, was da alles steht. Was ist denn in der Flasche drin? Da bin ich ja neugierig, da muss ich mal gucken. Das will ich jetzt mal wissen. Hä, was ist das denn, Rundes? Ah, das ist Setin. Das ist... Das sind Oliven, die die selber eingemacht haben und wahrscheinlich dann nicht mehr gegessen haben. Naja, also mein Lieben, ich habe heute vor, mit euch über das Thema Verschleierung zu sprechen und warum wir das überhaupt machen. Was ist unsere Beweggrund dahinter und wieso sieht das eigentlich für viele auch hässlich aus? Und gibt es da bestimmte Dinge, warum man das Ganze macht? Also Menschen, die sich nicht mit dem Islam beschäftigen und die einfach nur, würde man sagen, ganz profan Vorurteile in den Raum schmeißen, ohne genau darüber nachgedacht zu haben oder auch keinen Bock drüber haben, sich darüber Gedanken zu machen, aber wohl die Energie haben, sich darüber auszulassen oder negative Urteile zu fällen, bin ich dann immer der Meinung, man kann ja erklären und sollte auch nicht müde sein zu erklären. Und anhand meines Beispiels kann man vielleicht ganz gut erkennen, weil ich doch glaube, dass ich das ein bisschen mittelmäßig mache, wie man es vielleicht machen sollte oder kann. Also wie das so richtig, wie soll ich sagen, total in Verschleierung, total schwarz, total bedeckt oder eben auch so ein bisschen moderner oder sehr modern, wie es viele ja machen, geschminkt und sehr gestylt, auch passendes Kopftuch zum passenden, weiß ich nicht, Strumpf gefühlt, ne? Also sehr schön gemacht. Ich bewundere das immer. Ich wünschte, ich hätte auch die Energie dazu, das zu machen. Hi, Katzi Maus, du bist doch nicht die Katze. Hi, du bist ja, ich bin nicht die Katze. Ich wünschte, ich hätte die Energie dazu. Ich bin zu faul dafür, muss ich ehrlich gestehen. Seid ihr hier irgendwie... Ich glaube, es ist so ein bisschen... So ist besser. Aber im Grunde genommen, wir Frauen verschleiern uns bzw. bedecken uns. Ich finde das Wort ein bisschen neutraler. Bedecken uns, um eben Reize zu verdecken, die für das andere Geschlecht, also für das männliche Geschlecht, in irgendeiner Art und Weise aufreizend sind. Ja? Und die Haare gehören, weil das, glaube ich, der Teil ist, der am meisten Kritik erfordert, wenn wir das bedenken, per Kopftuch, Hijab, würde man das jetzt hier nennen, so wie ich das trage. Die Haare sind da ein großer Teil von. Ja? Die Haare sollen, und das ist eigentlich die gängigste und die meiste Meinung der Fachmenschen, die sich mit dem Islam auskennen und die das studiert haben, wenngleich es so eindeutig nicht im Koran steht. Im Koran steht, die Frauen sollen ihre Schönheit bedecken. Das ist so eine ungefähre Übersetzung. Ja, natürlich müsste man dem Arabischen mächtig sein, um es ganz genau zu definieren, aber die Schönheit der Frau soll bedeckt sein. Und dazu zählt, da sind sich wirklich die allermeisten Gelehrten einig, die Haare. Wenngleich es auch unterschiedliche Meinungen diesbezüglich gibt. Ja, das ist jetzt nicht so, dass alle sagen, dass die Haare bedeckt sein müssen. Und ich kenne auch viele sehr alte
Muslime zum Beispiel, die perfekt Arabisch sprechen, die den Koran schon fast in- und auswendig können, die sagen, die Haare müssen gar nicht bedeckt sein. Ja. Wie gesagt, da bin ich zu wenig Fachfrau, kenne mich zu wenig aus, aber ich gehe halt das Risiko nicht ein, wenn die meisten der Gelehrten sagen, die Haare müssen bedeckt sein, sollten bedeckt, müssen bedeckt sein, müssen bedeckt sein, dann habe ich so viel Respekt und Furcht davor, dass ich das falsch mache, dass ich mich dazu entschlossen habe, das zu tun. Und ich denke, das ist auch die Meinung der meisten Musliminnen, ja, und die sich bedenken. Die Reize der Frau, und dazu gehören die Haare, deswegen sagt man ja auch der Rahmen des Gesichtes. Und ich glaube, das ist auch, entspricht der Wahrheit, wenn man keine Haare hat, wenn man die Haare nicht als, wenn man sich nicht schön stylt, wenn man, sie in irgendeiner Art und Weise bedeckt, so wie ich das mache, oder wenn man sie nicht pflegt oder wenn man sie einfach runterhängen nass lässt, dann können die Haare eine Frau hässlich machen, ja, was mir ja auch oft vorgeworfen wurde, du pflegst deine Haare nicht und die drei Haare, die du hast, die sollst du kürzer oder schöner machen, geh doch mal zum Friseur und warum färbst du denn? Ich habe ja auch schon richtig Shitstorm für meine Haare bekommen. Also der Rahmen des Gesichtes, die Haare machen schon viel aus, ja. Und ich glaube, jeder männliche Mensch, ja, der eine Frau mit schönen, dicken, wallenden, gesunden Haaren sieht, ja, möglichst auch noch lang. Ich glaube, lange Haare mögen Männer auch besonders gerne. Da werden mir bestimmt 99% aller Männer zustimmen, ist eben ein Reiz, der eben auf die männliche Welt ausgeübt wird. Deswegen, und weil Allah das weiß, natürlich, soll das bedeckt werden, ja, um der Frau einen Schutz zu geben, um die männlichen Zeitgenossen nicht zu irgendwelchen Verfehlungen zu verführen. Das ist eben auch ein großer Grundsatz, dass wir nur eine Ehe sozusagen diese Aktivitäten erlauben und um die Männerwelt auch davon abzuhalten, Fehlschritte zu machen, um die Frau zu schützen, auf irgendwelche Blicke, die auf sie geworfen werden, ja, und vielleicht Belästigungen aus dem Weg zu gehen, sollen wir uns bedecken, sollen wir die Haare bedecken. Aber damit ist es nicht getan. Also wir sollen nicht nur die Haare bedecken, sondern wir müssen auch unseren Körper bedecken. Das ist ja klar. Also alles, was an Körperformen zu sehen ist, soll möglichst nicht zu sehen sein. Ja? Also Brust, Arme, Beine, Po, Bauch, keine Ahnung, was eben durch die Kleidung sich hervorzeichnet, darf eben sich nicht hervorheben. Also eigentlich wäre das, was ich jetzt hier anhabe, auch schon nicht so geeignet, weil wenn man genau hinguckt, könnte man auch hier das eine oder andere an Formen erkennen. Deswegen tragen die richtigen muslimisch gekleideten Frauen auch weite Kleidung, ja, sodass wirklich fast gar nichts von der Körperform zu sehen ist. Und auch bodenlang, damit eben auch kein Bein zu sehen ist. Wir dürfen wirklich auch nicht mal die Knöchel dürfen zu sehen sein. Es streiten sich die Gelehrten über die Füße. Da gibt es auch verschiedene Richtungen, die man dann verfolgen kann, ob die Füße zu sehen sein dürfen. Und da hat man dann bestimmte Richtungen, denen man folgt. Die einen sagen, man darf es sehen, die anderen sagen, man darf es nicht zeigen. Hände dürfen gezeigt werden, Gesicht darf gezeigt werden, aber auch da streiten sich die Gelehrten. Aber ich glaube, soweit ich, bitte informiert euch selbst, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, die Mehrheit ist, glaube ich, der Meinung, dass das Gesicht gezeigt werden darf. Aber ich bin da jetzt auch keine Expertin, wie gesagt. Und das sind die Bestimmungen. Ja? Arme müssen bedeckt sein, der Hals muss bedeckt sein, die Beine, der Körper an sich, nichts darf sich abzeichnen. Außerdem bin ich und viele ja auch, ne? Deswegen tragen sie ja eben, hier sind überall so viel Frische in der Tut gefahren, deswegen tragen sie ja auch meistens schwarz, ist eben auch, dass auch durch die Farben der Kleidung die Blicke der Männer auf sich gezogen werden. Also je auffälliger du deine Kleidung stylst, auch wenn alles bedeckt ist, ja,
ist es ja trotzdem eine Art von Auffälligkeit. Wenn ich jetzt mit rosa Klamotten durch die Gegend laufe, zieht das ja die Blicke mehr auf sich, als würden sie schwarz sein. Ne? Ui, was ist denn hier im Hühnerstall los? Sag mal. Meine Güte. Ui, der Hahn. Eieiei. Das war ein schöner Hahn, Maschallah. Der hat seine Weiber da ordentlich in Aufregung versetzt, glaube ich. Jedenfalls ist das der Grund, warum viele Menschen, eben viele Frauen, dunkle Kleidung tragen. Einheitlich, nicht aufgestylt, nicht auf Mode achtend, also auf Farbzusammenstellung und Farbmixer, sondern einfach schwarz, möglichst nicht viel Schnickschnack, kein Schmuck, keine Ohrringe, nichts, um eben so unauffällig wie möglich durch die Gegend zu gehen. Ja, das ist der Grund. Nun gibt es natürlich auch hier verschiedene Menschen, Frauen, die das alle verschieden auch auslegen. Ja, ich bin da im Moment so, dass ich das sicher wohlfarbige Kleidung trage. Dafür schminke ich mich nicht. Das machen auch viele, dass sie sich noch schminken. Auch da sind die Meinungen so ein bisschen kontrovers, was das Ganze betrifft. Ich finde das hauptsächlich unpraktisch, weil ich ja bete. Ne? Und wenn man betet, kannst du deine Gebetswaschung nicht nehmen, wenn du geschminkt bist. Du müsstest dich also abschminken und dann die Gebetswaschung machen. Da du 5-mal am Tag betest, mindestens. Ja, es gibt ja auch noch freiwillige Gebete, die man macht. Müsstest du dich also, weiß ich nicht, 6-, 7-mal, 8-mal am Tag abschminken und wieder neu schminken. Das macht ja keiner. Ne? Deswegen schminke ich mich gar nicht mehr und ich kann das auch nicht so wirklich damit vereinen. Also ich versuche, aber wie gesagt, ich will niemandem auf die Füße treten. Ich will auch niemandem sagen, mach das, was du machst, ist falsch. Ich bin da viel zu wenig Fachmann. Aber nach meiner ganz persönlichen Meinung, ja, meine persönliche Ansicht, meine persönliche Meinung ist eben, dass ich versuche, das zu bedecken, was ich an Reizen habe. Wenn ich jetzt meine Augen, die ich schminke, hervorhebe und da eventuell einen Blick erhasche, der sagt, die sind ja dann auch sehr auffällig, wenn du sie schminkst in einem Kopftuch, weil eben nichts zu sehen ist. Es ist ja nur das Auge zu sehen, ja, als schöne, herausgeputztes Körperteil. Und wenn dann jemand das eben besonders schön findet, ja, dann ist es ja auch wieder kontraproduktiv. Deswegen bin ich der persönlichen Meinung, ich schminke mich nicht. Dafür konnte ich mich noch nicht dazu entschließen, auch immer nur schwarz zu tragen. Ja, schon allein deswegen, weil ich auch vlogge. Und das bedeutet ja, dass ich auch zu Hause meine ganzen Klamotten auf schwarz umstellen müsste. Ich müsste ja alles neu kaufen. Ja? Also ich dürfte ja dann nur schwarz tragen, weil ich ja gefühlt 24 Stunden in der Öffentlichkeit stehe. Deswegen ist das bei mir noch nicht so. Habe ich das noch nicht gemacht. Aber ich glaube schon, dass das etwas ist, was man machen sollte. Ja? Weil man so natürlich durch schwarze Kleidung möglichst nicht auffällt. Das ist ja auch das Ding, warum man schwarz trägt. Es verdeckt alles. Es zeichnet einen nicht so. Es trägt nicht so auf. Ne? Man sieht die Körperform in einem schwarzen Kleid viel weniger. Ist viel weniger auffällig als in einem hellen Kleid. Ist schon ein bisschen was dran und deswegen machen es halt viele. Ja? Wir dürfen nichts tun, was die männlichen Augen auf uns zieht. Deswegen auch der Vorwurf, das sieht hässlich aus und das sieht überhaupt nicht schön aus, ist total daneben, weil genau das ist ja das, was wir damit erreichen wollen. Nicht hässlich sein, nein, ja, wer will schon hässlich sein, aber nicht auffällig sein, nicht schön sein, nicht herausgeputzt sein. Wir wollen nicht, dass andere Menschen von uns sagen, oh, guck mal, die sieht aber richtig toll aus oder die sieht ja richtig schön aus. Das ist genau das, was wir eben nicht wollen, nicht sollten. Ja, dass man es vielleicht, Neid an sich ist sowieso etwas, was im Islam
nicht gut ist. Ja, wenn jemand auf uns neidisch ist, weil wir etwas gut gemacht haben oder weil wir besonders schön sind, besonders reich sind, viel Besitz haben, viel Freunde haben, viel Familie, viele Kinder, das erzeugt immer Neid. Und Neid ist gleichzusetzen mit dem bösen Auge, mit dem bösen Blick, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das bedeutet, dass uns dadurch viele Nachteile, viel Unglück und Ähnliches passiert. Und deswegen sollten wir versuchen, kein Neid bei anderen Menschen hervorzurufen. Im Gegenzug hat das wieder den schönen Vorteil, dass andere Menschen eben auch keine Sünden begehen, indem sie neidisch werden, ja, weil sie gar keinen Grund haben. Ne? Wir sind eben dunkel gekleidet, wir sind nicht besonders hübsch, wir sind nicht herausgeputzt. Im Gegenteil, wir sind vielleicht sogar hässlich, ja, was dann auch das böse Auge verhindert, Neid verhindert. Es gibt nur positive Aspekte, wenn man das so betrachtet, wenn man es islamisch betrachtet, wenn man natürlich als Ungläubiger bzw. als jemand, der kein Muslim ist, und da bezeichnet die Welt, islamische Welt, die anderen gerne als ungläubig, ja, weil sie eben nicht gläubig den Islam haben als Religion. Da kann man dann natürlich sagen, nee, also da habe ich jetzt ganz andere Argumente, da habe ich ganz andere Wertvorstellungen, das sehe ich total anders. Touché, ja, jeder das Seine, solange niemand mir in die Quere kommt und nicht mich in meiner Religion und meinem Aussehen behindert oder angreift. Ja? Das ist ja immer das Ding dabei. Ne? Und man wird ja leider sehr schnell angegriffen, sehr schnell ins schlechte Licht gerückt, sehr schnell mit Vorurteilen und Vorwürfen beworfen. Und da versucht man dann immer ein bisschen mit Aufklärung gegenzusteuern. Also wir wollen gar nicht schön aussehen. Jedenfalls ist das so der Ursprung, der Gedanke dahinter. Ja, auch wenn natürlich man auch in Betracht ziehen muss, ja, junge Musliminnen, die natürlich auch noch die sich noch finden müssen, die auch noch ihren Platz in der Religion vielleicht noch nicht so richtig gefunden haben. Natürlich möchte jeder auch schön sein, ja, und möchte auch nach außen eventuell vielleicht irgendetwas zeigen und darstellen, auch in der Vereinbarung seiner Religion, ja, und das ist ja auch gar nicht verwerflich, das muss jeder auch versuchen mit seinem Wissen, was er über die Religion hat und mit dem, was er glaubt und von dem, was er überzeugt ist, in Einklang zu setzen. Und ich finde durchaus auch, dass man schöne Kleidung anziehen kann, aber ich glaube auch, das ist meine ganz persönliche Meinung, bitte nicht, fühlt euch nicht angegriffen, liebe Musliminnen und liebe Schwestern, die mir zuschauen. Es ist trotzdem so, dass ich, wenn ich eine schön gestylte Frau sehe, ja, die Kopftuch trägt, die alles wirklich sich, die von Natur aus vielleicht auch noch schön ist und die dann noch ihre Kleidung wirklich sehr toll ausgewählt hat. Ich als Muslima gucke mir auch andere Frauen an, wie die das machen, ja, und denken mir immer, oh mein Gott, wie schön, da passt der Hijab zu dem Outfit bis zur Schuhe, und sie ist so schön gebunden, das Kopftuch und ein schönes Gesicht dazu, das erzeugt den bösen Blick, das erzeugt Neid, ob man will oder nicht, das passiert manchmal ganz automatisch, obwohl man es gar nicht will, ja, ist es schon ein böser Blick, auch wenn man gar nicht glaubt, böse zu denken. Und was sollen dann die männlichen Menschen denken, die das sehen, ja, das ist eben, muss aber jeder für sich alleine entscheiden, muss jeder selber gucken, wie er da mit zurechtkommt. Meine ganz persönliche Meinung ist, am besten, und ich mache es ja selber nicht, wäre es schwarz, unauffällig, einheitlich durch die Gegend zu laufen und sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, ja, das ist meine Meinung, aber wie gesagt, jeder muss das wissen und ich mache es ja selbst nicht. Ne? Deswegen hochguck mal, das ist aber ein Bulli, in den man nicht hineinfallen will. Ne? Oh mein Gott, deswegen sage ich ja, in der Türkei passt auf, wear long large. Ne? Die Bullis hier sind alle nicht so oder viele nicht so, wie es sein soll. Mein Lieben, ich hoffe, ich habe ein bisschen dazu beitragen können, zu erklären, warum eben türkische Frauen, die man vielleicht in der Öffentlichkeit sieht, auch in Deutschland, die vielleicht auch schon älter sind, ja, mein Gott, die haben eben einen Mantel an, der alles andere als schön ist, ja, in den Augen vieler moderner Frauen oder Menschen, die gar nichts mit dem Islam zu tun haben, und das Kopftuch, was man vielleicht hier noch so verknotet und anzieht, erfüllt aber seinen Zweck, ja, es ist einfach alles bedeckt, was bedeckt sein muss, es ist auch nicht schön. Und es ist auch nicht gestylt, sondern es ist einfach zu.
das, was zu sein muss. Und das ist der Sinn dahinter und nichts anderes. Ja? Keiner von diesen Frauen möchte auffallen und möchte aufreizen und möchte schön aussehen. Die wollen nur schön sein für ihre Männer oder für ihren Mann und für vielleicht ja, die Frauengesellschaft, die sie da um sich herum haben wollen, trotzdem gepflegt aussehen im Haus oder im Inneren, da wo sie sich bewegen sollen, aber nach außen hin nicht. Und viele werden jetzt vielleicht sagen, okay, das ist ja total hinterwäldlerisch. Oder die Männer machen das, ist auch ein großes Vorurteil, dass viele glauben, die Männer machen das, die Ehemänner verlangen das. Das ist mitnichten immer so, das ist wirklich nicht immer so und schon gar nicht in den aufgeklärten Ländern wie Deutschland und oder europäischen Ländern. Mag sein, natürlich, das ist das überall, gibt es das mit Sicherheit, vielleicht sogar die Mehrheit, das mag ich nicht zu beurteilen, aber es ist auch oft nicht so. Ja? Die Frauen sind Muslime, gläubige Muslime, praktizierende Musliminnen, Muslime und Muslime und die wollen das eben so machen. Ja, aber wie gesagt, es gibt auch natürlich viele männliche Menschen, die da ganz schlimme Dinge tun mit ihren Frauen. Niemand darf zu seinem Glauben gezwungen werden, das ist so, aber ja, muss auch jeder gucken, wie er sich da durchboxt. Ne? Da will ich mich nicht zu äußern. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!